Diese frühlingshaften Temperaturen mit so viel Sonnenschein laden quasi dazu ein, im Garten tätig zu sein. Macht auch umso mehr Spaß. Von daher habe ich gleich wieder meine Bokashi-Eimer in die Hand genommen und wollte meine Hochbeete wieder auffüllen. Habe ich auch gemacht mit Bokashi, mit Mist und meiner eigenen Komposterde. Mit dem Bokashi, welches ein Ferment ist, und dem Mist möchte ich hier organisches Material bei mir ins Hochbeet reinbringen, um hier halt mein Mikrobiom zu füttern, damit dann später die Starkzehrer, die ich dann im Mai so reinsetzen werde, wie zum Beispiel Gurken oder auch Melonen, eventuell auch Sellerie, damit die hier genug Ressourcen und Leben zur Verfügung haben, damit die hier wunderbar und vital wachsen können. Für beide Hochbeete habe ich dann ungefähr 10 bis 12 Bokashi-Eimer genutzt und einen 40 Liter Sack voller Mist. Und weil ich die Gartenschaufel oder die Grabgabel nicht zur Hand hatte und ich einfach Zeit sparen wollte, weil ich noch sehr viel zu tun hatte im Garten, habe ich einfach einen Handschuh genommen und damit den Bokashi und den Mist verteilt, was eine ziemliche Sauerei gewesen ist. Nachdem ich alles gleichmäßig verteilt habe, bin ich zu meiner Kompostecke gegangen und habe hier zwei Säcke Kompost Erde für jeweils ein Hochbeet geholt und habe das dann oben drauf gelegt, damit hier erstmal der Mist und die ganzen Mikroben bedeckt sind und damit ich gleich in diese Komposterde meinen vorgezogenen Salat, genauer gesagt den Nodo Rosso, reintun kann. Ja. Beim zweiten Hochbeet ist auch mir ein Manko passiert. Das Hochbeet ist ein bisschen höher gestellt als die anderen und ich habe es nicht geschafft, den einen Sack Komposterde mit einem Schwung schön über die Schwelle zu bringen. Das heißt, ein bisschen von der Erde ist mir dann rausgefallen aus dem Sack und hat eine Sauerei sozusagen bei mir auf dem Körper hinterlassen. Ist alles nicht ganz so schlimm, die Hose ist nur schmutzig geworden und am Samstag ist ja sowieso Waschtag. Dieser ganze Vorfall hat mich nicht daran gehindert, meinen vorgezogenen Lolo Rosso Salat in die Hochbeete reinzutun. Wichtig dabei ist, dass ihr den Salat etwas höher als in der Voranzucht oder in der Anzuchtschale ist, reinsetzt. Er mag es nicht zu tief reingesetzt zu werden, weil er dann in die Höhe schießt. Mir hat mein Bauernfreund halt gesagt, dass der Salat, wenn man ihn reinsetzt, zum Beispiel auch direkt ins Feld pikiert, dass er halt vom Winde getragen wird und so solltet ihr ihn auch reinsetzen, also ein bisschen höher. Das Wichtigste ist, wenn ihr Pflanzen pikiert oder auch umtopft, dass ihr ordentlich gießt, damit die Wurzeln wieder mit Erde eingeschlemmt werden, damit auch der Stress zum Beispiel kompensiert wird. Ich habe das jetzt zum Beispiel nicht gemacht wegen Trick 17. Ich wusste, dass am nachfolgenden Tag es regnen wird. Von daher habe ich mir einfach das Gießwasser in den Regentonnen gespart und habe einfach Mutter Natur walten lassen. Das mache ich im Allgemeinen, dass ich immer vorher den Wetterbericht schaue, wie der die nachfolgenden Tagen ausschauen wird und dass ich halt dementsprechend, wenn halt es mehrere Tage gibt, wo es regnet, dass ich halt Tage davor meine Auspflanzungen plane oder auch meine Aussaaten, damit ich hier nicht die ganze Zeit unnötig gießen muss. Mal auch zum Beispiel im Sommer bei Dürreperioden, um halt hier auch Wasser zu sparen. Nachdem die Arbeiten am Hochbeet erledigt waren, habe ich mich dann auch der Aussaaten von Gurken, Melonen, Zucchini und Kürbis gewidmet. An dem Punkt möchte ich erwähnen, dass ich deshalb so früh mit der Voranzucht beginne, weil ich das ja nicht nur als Hobby mache, sondern auch die Pflanzen später verkaufen möchte und die Leute möchten halt in der Regel etwas größere Pflanzen, also das heißt, jemand anders soll halt die ganze Vorarbeit machen und möchte halt dann die meisten im April richtig schöne, vitale, große Pflanzen haben. Von daher fange ich deshalb so früh an. Außerdem kann ich die Pflanzen auch im Folientunnel, zum Beispiel die Gurken und Melonen, so im April, Anfang Mai schon reinsetzen und da lohnt es sich einfach, wenn sie halt schon früher größer sind, dann habe ich auch eine frühere Ernte. Und durch diese frühe Ernte spare ich mir zum Beispiel sehr viel Geld an. Ich als Rohköstler, der Gurken und Melonen liebt. Außerdem habe ich dann auch schon mal früher Sachen, die ich dann verkaufen kann, um hier auch mal mit dem Projekt zum Beispiel wieder rezufinanzieren. Die ganzen Pflanzschalen mit den Kürbisgewächsen werden den ganzen Tag über im Folientunnel stehen, egal wie warm es ist, ob es jetzt nur 10 Grad hat und am nächsten Tag irgendwie 26 im Folientunnel, das ist mir wurscht. Ich werde sie auch am Abend in die Garage reinstellen, falls da irgendeine Maus oder sonst was kommt und sich nicht in meine Samen snackt und dann wieder in der Früh am Morgen sie wieder rausstellen und dann gucken, wann sie halt auch wachsen bzw. aufkeimen. Und dann habe ich auch hier zum Beispiel nicht das Problem, dass ich diese Jungpflanzen an die Sonne und an die klimatischen Bedingungen bei mir im Garten abhärten muss bzw. gewöhnen muss, wie ich das zum Beispiel bei den Tomaten und Auberginen mache. Die trage ich auch bei diesem wunderbaren, schönen, sonnigen Wetter auch jeden Tag rein und raus. Am Anfang sind es jetzt momentan nur eine halbe bis dreiviertel Stunde und dann trage ich sie wieder rein, damit die halt zum Beispiel hier keinen Sonnenbrand bekommen. Das waren meine Arbeiten im Garten an diesem wunderschönen sonnigen Tag. Es war der 18. März, soweit ich mich gut erinnern kann. Jedenfalls zur Erholung und zur Entspannung habe ich mir dann einfach die Blüten von den Bäumen angeschaut, beziehungsweise auch die Bienen beobachtet, die auch an diesen schönen sonnigen Tag nutzen und umherschwirren. Oh, you
habitatneutraler Alarm. Jetzt seid ihr gefragt, kommentiert mir doch bitte, welche Arbeiten ihr gerade im Garten verrichtet und welche Aufgaben euch noch bevorstehen, wie weit eure Jungpflanzen voranzucht ist. Würde mich sehr gerne interessieren, wie weit ihr mit eurem Projekt seid. Wenn euch das Video einen Mehrwert gegeben hat bzw. auch unterhalten hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Den Kanal auch kostenlos abonnieren, damit du weitere solche Videos auch nicht verpasst. Und sonst kann ich dir noch weitere Videos von meinem Kanal empfehlen, welche ich auch in der Endbeschreibung hier neben mir auch verlinken. Auch das Video ist sehenswert, damit du hier weitere Informationen, Tipps und Tricks zu Sachen Garten und Permakultur bekommst, damit du hier auch ein Stück unabhängig wirst. Gerne auch meine Webseite besuchen, dort findest du weitere kostenlose Beiträge, die dich und in deinem Garten unterstützen können. Und sonst vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und wir sehen uns im nächsten Video zum Thema Permakultur oder auch Gesundheit. Ich freue mich auf dich und wir sehen uns. Ciao!